Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben, und herzlich willkommen zur 40. Folge bereits von Pokémon Legenden Arceus. Wir sind immer noch im Obsidian-Grasland und ja, ich suche immer noch die Vadribir bzw. den Strapazen ein. Wir haben letztes Mal hier unten gesucht, nichts gefunden. Jetzt gehe ich mal hier oben noch suchen. Das ist so meine letzte Hoffnung, dass es in diesem Gebiet noch ist, weil hier haben wir noch nicht erkundet. Warum auch immer ich da noch nicht war. Oh, das ist die falsche Richtung. Okay. Geht's hier durch? Hier bin ich richtig. Ich muss mich jetzt einfach nur so hier auf der Seite halten. Und dann kommt das gut. Guck mal, hier kann ich noch Zeugs mitnehmen. Sehr gut. Das darf Enteron machen. Ne, das darf nicht mehr Enteron machen. Enteron hat schon das Level up. Das darf Tornupto machen. Ja. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Interessantes, was ich fangen möchte. Zum Beispiel hier. Zack. Oh, ein Zubat. Nee, der will jetzt nicht gegen kämpfen. Schnell abhauen. Einfach rennen, komm. Felsenbrücke. Ach, guck mal, jetzt bin ich hier, okay. Bitte sei da vorne, bitte sei der Obsidianhain da vorne. Please. Sehr gut. Oh shit. Willst du wirklich kämpfen gegen mich? Ich glaube nicht. Oh doch, du willst es. Okay. Bitteschön. I mean, du kannst gegen mein stärkstes Pokémon kämpfen. Kein Problem. Guck mal, ich mach sogar meine schwächste Attacke. Ja, das hast du davon, du blödes Kleinstein. Was legst du dich auch mit mir an, ha? Huh? So, die Frage ist jetzt. Where the fuck am I? Oh, Aprikokus. Mitnehmen, danke. Hier hinten ist irgendwas. Das sieht mir nach vielversprechend aus. Ich sag's mal so. Es sieht vielversprechend. Strapazen, nein! Aber jetzt ist Nacht, das ist das Problem. Hier sind... Oh doch, da sind Vadribir. Okay. Ist ja mal schön. Also, guck mal. Bam. Bam. Scheiße. Das Pudox ist rausgekommen. Nicht gut. Kann ich noch mehr Federbälle herstellen? Beziehungsweise, ich würde gerne Flügelbälle herstellen. 5. Das ist nicht so viel, ha? Ich brauche Aprikokus, Azurglanzstein. Ah, und noch Eisenbrocken hier. Okay. Komm, jetzt bleib in dem blöden Ball drin. Geht doch. Wo war denn dein scheiß Problem, Pudox? Okay. Oh mein Gott. Okay. Heilige Scheiße. Ja, aber das kann ich nicht fangen. Jetzt bleib in dem verdammten Ball drin. Siehst du, dieses Vadribi. Das, hört auf mich. So. Perfekt. Dann können wir jetzt zurückgehen. Graslandbasis. Kann ich diesen Teil der Quest schon mal abgeben. So, 6 Pokémon gefangen. Yippie-yay. Ist ja nicht so, dass ich jetzt die unbedingt... Ah, das Sichlor habe ich vergessen mitzunehmen. Shit. Das Sichlor für den anderen Typen da. Faszinierend, ja. 60 Punkte. Was ich machen will? Nichts. Nein, ich will jetzt nicht mit dir reden. Ich will mit ihm reden und mich ausruhen bis zum Morgen. Ausruhen bis zum Morgen, weil dann kann ich noch einen Sichlor holen für die andere Quest da. Das ist der next thing, wie will du, na? Also, deine Pokémon sind ausgeruht, ist ja schön und gut. Geh mal zum Baumriesenkampffeld. Ist hier auch der Laven? Nö, okay. Ist Arcanox noch hier? Auch nicht, okay. Dann halt nicht. Okay. Oh, das ist ein Elite-Sichlor. Mal schau mal einer an.
shit. Oh ja. Komm ein bisschen näher. Shit. Ja, oh, hey. Tornupto, du darfst. Ich besieg das Ding jetzt aber. Was hat's für ein Level? 42, okay. Warum greifst du... Oh, Schwerttanz. Ich wollte schon sagen, warum greifst du zuerst dann? Aber das geht ja noch. Will ich, dass Sithilor zweimal angreift? Möchte ich eigentlich nicht. Flammenwurf. Ist okay. Ja, das ist nicht so schlimm. Noch ein Luftschild. Ja, okay. Mach mal Flammrad, aber ein bisschen weniger Damage, ne? Ah, ich hab's erledigt, okay. Ja gut, dann ist es halt so. Gibt wenigstens ein bisschen EP. EP-Bombo M. Ja. Wem geben wir das denn? Was geben wir? Maschok. Dann ist es auch Level 45. So, Maschok hat eine Attacke gemeistert. Das ist ja schön. Also, ich muss jetzt aber immer noch einen Sichtlor fangen. Das ist natürlich immer noch Teil der Aufgabe. Und ich würde mal sagen, dafür nehmen wir einfach einen Federball. Ja. Guck mal, hat doch geklappt. Super duper. Okay, dann gehen wir zur Anhöhenbasis. Aktivieren die andere Quest. Welche ist es denn schon wieder? Warte mal. Zwei Schwanzflossen. Wo ist jetzt diese Quest? Hä? Hello? Ah, hier, rosige Absichten. So, es gibt einen Meistersamen als Belohnung. Okay. Got it. Wo muss ich durch? Da. 400 Meter, das geht in Ordnung. Das haben wir ja schnell gemacht. Oh. Von denen habe ich aber dann mittlerweile bald mal genug. Oh, guck mal. Oh, komm mal her. Dann geht's doch. Kämpf mit mir, los. Ich mach dich kaputt. Ich scheiß auf deine Kraft der Wildnis. Guck mal. Donnerblitz. Oh, yes. One-Shot. Sehr gut. Ein EP-Bonbon S nur. Wow. Frech. Da kommt dann ein Kleinstein wohl noch raus. Ja. Stürzt sich auf mich. Warum denn? Was habe ich hier gemacht? Guck mal dieses große Enteron an. Da hast du doch keine Chance gegen. Naja. Also, gib mir mal das EP-Bonbon S. Das geben wir Gengar. So. Weiter geht's. Ab nach drüben und hopp. Ab. Ich finde den Sprung noch geil. Moment einmal. Oh shit. Die möchten kämpfen. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Wir kämpfen nicht, meine Lieben, okay? So. Hallo, Shinobu. Ich habe es, ja. Mit diesen scharfen Sicheln wird meine Arbeit in Windeseile erledigt sein. Siehst du all die Hamanasu-Rosen ringsum? Ich muss jede einzelne dieser Blumen pflücken und mitnehmen. Warum? Bis jetzt habe ich das ganz alleine gemacht, aber mit Sichlos Hilfe bekomme ich die restlichen Blumen sicher im Nu abgeschnitten. Warum? Meine Frau will umgeben von Hamanasu-Rosen leben. Um ihren Traum zu füllen, schneide ich alle Blumen ab, die ich hier finden kann. Ich glaube, sie meinte das nicht so. Wie? Hä?
Jetzt kommt sie dann wahrscheinlich. Verstehe. Ich hätte einfach welche pflanzen sollen. Welch ein ungeheures Missverständnis. Ich danke dir. Zum Glück bin ich dir begegnet, bevor ich alle Blumen hier abschneiden konnte. Ich werde Blumensamen von hier mit nach Hause nehmen und sie gemeinsam mit meiner Frau dort einpflanzen. Mach's gut. Ja, wow, wenn ich das gewusst hätte, ich nicht extra an fucking Sichlor gefangen. Aber ja. Okay. Ja, dann gehen wir jetzt zur Graslandbasis und bringen dem einen Burschen da sein Wadribi. Zuerst müssen wir bei ihm Bericht erstatten wegen einem Pokémon, wegen Sichlor. 216 Pokédollar, wow. Ist geil, ja? Super Belohnung. Ja, Staravia und Sichlor vervollständigt, super. Oh, guck mal, ich krieg sogar 40 Punkte. Wow. Ich bin ins Dorf zurück, mein Freund. Bring mich mal dahin. Und dann gehe ich erstmal noch ein paar Pokémon wieder freilassen. Die ich nicht brauche, beziehungsweise die ich doppelt habe. Und zwar handelt es sich hierbei wahrscheinlich sicher mal um Wadribi. Genau, da habe ich nämlich einen Level 15 Wadribi. Freilassen. Okay. So. Dann habe ich hier einen Level 13 Zubat. Lasse ich auch mal frei. Das Sichlor kann gehen. Wunderbar. Oh, guck mal, ich habe zwei Yanma. Aha. Dann habe ich hier einen Level 27 Griffel. Das behalte ich jetzt einfach mal, weil ich noch keinen Griffel habe. Beziehungsweise nur seine Entwicklung. Hoppala. Warte mal, ich mache mal all die Inkognitos. Mache ich auf die letzte Seite, komm. Die sammle ich alle dort. So. Dann packe ich hier rein. Was packe ich denn da hin? Kadabra? Was ist denn ein cooles Pokémon? Garados habe ich noch nicht gefangen. Level 36 trifft Zeppeli. Hier ist ein Level 31er trifft Zeppeli. Hier ist ein 33er Lilminip. Hier ist ein 34er. Dann kann das 33er weg. Wunderbar. Dann ist hier noch ein Yanma. Level 29. Okay, weg. Dann habe ich zweimal Gastrodon. Das ist ein bisschen schlechter. So, Staralili kann ebenfalls weg. Dann Driftzeppeli. Das ist Level 36. Und... Ah, ne, Moment. Das ist in Ordnung. Griffel. Komm, wir packen das neben deinen großen Bruder. So, Driftzeppeli packen wir auch hier hin. Dann, warte mal, Gastrodon, das ist ein anderes Gastrodon. Das ist ein lilanes, dann behalte ich halt das lilane. Habe ich hier noch einen Chalellos? Nein. Aber einen Panflam müsste ich auf Seite 1 haben. So ist es. Dann kannst du weg. Dann Pudox, Level 18. Gegen Level 31. Da ist der Fall, denke ich, klar. Ey! Und dann haben wir noch Moterpel auf Level 20. Wo ist denn das andere Moterpel? Hab ich kein... Ah, hier. 33. Okay. Freilassen. Damirplex auch freilassen. Wunderbar. Körperdor lassen wir selbstverständlich nicht frei. Du kannst auf die erste Seite. So. Okay. Dann sollte ich jetzt eigentlich nichts mehr... zweimal besitzen, oder? Bis auf die Spezialfälle, wie zum Beispiel Gastrodon mit verschiedenen Farben. Aber ansonsten ist hier nichts mehr zweimal, ne? Nö. Nee. Okay. Gut. Na dann, hallo. Ja, Geschenke. Super. 6 Säckchen Leistungssand, Leistungskies und ein Leistungsstein. Finde ich super. Aber ich habe wahrscheinlich keinen Platz in der Tasche. Doch! Ah. Guck mal. Leistungsstein auf Tornupto. Spezialverteidigung auf eine 9. Dann der Leistungskies. Machen wir auf Sichlor. Machen wir die Verteidigung. Komm. Verteidigung gleich auf eine 6. So. Dann der Leistungssand.
Entschuldigung. Machen wir die Verteidigung von Gengar auf dreimal hoch. Und die Initiative auch gleich. So. Wunderbar. Dann habe ich auch den Meistersamen. Den kann ich selbstverständlich beim Übungsplatz abgeben. Was wir natürlich machen. Dann kann irgendjemand irgendetwas meistern. So, Attacken meistern. Und zwar möchte ich, dass Mashok etwas meistert. Heute ist Mashok dran. Und zwar, meister mal den Steinhagel. So. Das ist auch eine gute Idee. Legen wir los. Perfekt. Da bist du happy, hä, Mashok? Du hast wieder was gemeistert. Wunderbar. Also, nee, du kannst mir nicht mehr helfen. Dann aktivieren wir die... Oh, das ist eine neue Mission. Wer hat die denn? Das kleine Mädchen da vorne. Was willst du denn von mir, hä? What do you want? Huhu, du da, weißt du, was für ein Pokémon das ist? Wie heißt es? Was kann es? Was denn? Das ist ein Carpador. Das kann nichts. Ist es stark oder cool? Kann es fliegen? Es kann nicht fliegen. Ah, warum nicht? Das sind doch Flügel an seiner Seite, oder? Nee. Erzähl mir bitte noch mehr. Bitte, bitte, bitte. Du wirst ganz viel über Carpador herausfinden. Ja, du musst mir dann unbedingt sein ein... Okay, du hast noch Wissen über Carpador. Wow. Gut, wenn sie das wissen will. Okay. Wo ist denn jetzt das mit der... Warte mal, der Geschmack von Honig. Müssen wir wieder nach vorne gehen. Und dann... Können wir eben das erste Wadribi... Nein, ich habe sie beide freigelassen. Nein, sag mir nicht, ich habe sie beide freigelassen. Ich habe sie beide freigelassen. Ach nein, ich bin doch so... Oh! Das muss zurück... Ja. Da können wir zurück zum Strapazenhain gehen. Ja, da haben wir schon den Titel für das Video. Strapazen im Strapazenhain. Ha. Ach, bin ich blöd. Wirklich. Ach, mein Gott, ey. Ja. Okay. Gut. Gehen wir halt nochmal dahin. Kein Problem. Stoffung haben. Lieblingsstück eines bestimmten Pokémon. Ich weiß aber immer noch nicht von welchem. Naja, lass mich mal was herstellen. Und zwar kann ich zwei Tränke herstellen. Und einen Supertrank. Okay. Ist auf alles wirkungslos. Weißt du was? Die blöde Hand hier oder der Umhang, den brauche ich nicht. Will ich nicht. So. Gib auf dich acht. Ja, ja, ja. Ich will zur... Ja, zur Graslandbasis. Komm. Das ist, glaube ich, ein bisschen näher, oder? Glaube ich zumindest. Bin mir nicht sicher. Wie blöd kann man eigentlich nur sein? Lass mich mal hier den Pin machen. So. Also dann, ja. Gehen wir nochmal dahin. Juhe, juhe. Die Aprikokos sind natürlich auch noch mit. Jetzt gleich zwei Bäume mit. Ne, drei Bäume mit Aprikokos, okay. Sehr gut. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Wenn wir schon dabei sind. Mitnehmen. Ja. Wir sind wenigstens schon fast wieder da. Es ist ja immerhin etwas. Ja. Wenigstens wechselt es hier jeweils automatisch. Also, mein lieber Strapazenhain. Scheiße, die wollen kämpfen. Sehen die mich noch? Leck mich doch am Arsch hier.
Blödes Papinella, du siehst so friedlich aus. Warum willst du kämpfen? Hier, Flammrad. Bitteschön. Bäm. Wenn du kämpfen willst, bitte. Kannst du haben. So. Also. Da hinten haben wir einen Wadribi. So. Rein in den Ball. Perfekt. Ob ich noch eins fange, habe ich 6 von 6. Also habe ich einen kleinen Fortschritt. Machen wir den Pin noch weg. Komm, wir holen noch schnell eins. Oh, da hat es noch eine Aprikoko. Sehr gut. Dann nehme ich einfach mal einen normalen Pokéball. Und du gehst jetzt da rein, bitte, okay? Brav. So. Dann gehen wir zurück zur Grasland-Basis. Möchtest du zum Professor? Nein. Ah, ich muss wohl, ha? Warum kann man nicht ins Dorf, ohne vorher Bericht zu erstatten? Ja, ich habe 2 Wadribi gefangen. Geil, oder? Mega. Bist du begeistert von mir, Leven? Lass mich mal sehen. Faszinierend. Forschungslevel 9. Immerhin. Guck mal, 30 Punkte. Wow. Lass mich ins Dorf zurück. Jetzt können wir die Quest abgeben. Beziehungsweise den ersten Teil davon. Da. Gehen wir wieder zu unserem neuen Kollegen, mit der den Honig möchte. Ich muss mich jetzt ab und zu noch wieder ein bisschen muten, weil ich krieg wieder einen Niesanfall. Das ist doch gut, oder? So. Also, my friend. Ich hab einen Wadribi. Guck mal. Kannst du das Level 8 haben? Dann werde ich gleich mal seinen Honig probieren. Mach du das. Schleck. Wirklich delikat. Man schmeckt richtig, wie sich die Nährstoffe des Waldes im Honig angereichert haben. Das riechst du? Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht so schmeckt wie der Honig aus anderen Gebieten. Ich werde mir diesen Geschmack merken. Machen wir mit den übrigen beiden Orten weiter. Bitte bring mir als nächstes ein Wadribi von den Griffelhügeln. Aha. Ja. Dann machen wir das doch. Das müsste dann im, in welchem Gebiet ist es denn? Wir waren jetzt hier. Das zweite war, glaube ich, dem roten Sumpfland müsste das dann sein, oder? Fucking hell, wo ist es denn? Von den Griffelhügeln. Ist es im Kobaltküstenland? Die Griffelhügel kann nicht sein. Nee, die sind garantiert hier beim roten Sumpfland. Oder sind sie im Obsidiangrasland? Nee. Kraterberg, da habe ich noch nichts erforscht. Rotes Sumpfland, Griffelhügel. Könnte hier sein. Hier war ich noch nicht. Oder hier. Da war ich noch jeweils nicht. Oder vielleicht auch hier hinten. Könnte auch sein. Ich weiß es nicht. Wir müssen es rausfinden. Wir finden es aber morgen raus, denn für heute ist erstmal genug. Ich bedanke mich recht herzlich beim Zuschauen, wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Tag. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.